So, und hier kann ich jetzt runter. Das ist eine von mehreren Möglichkeiten. Ist da hinten noch was? Nee, das sieht von hier irgendwie so aus. Seht ihr das auch? Ja, aber nee, das ist nur so ein Grabungspunkt, alles klar. Das sah von hinten gerade so ein bisschen aus wie so eine Schatztruhe, beziehungsweise wie so ein Artefakt, was man binden kann. Ach nee, ich komme hier doch nicht weiter. Oh, Nego, ja, du und dein Augenlicht. Was tust du nur? Warum habe ich eigentlich damals Geld in meine Augenlaser-OP investiert, wenn ich sowieso nichts sehe? Aber gut, ich wusste ja von Anfang an, dass ich nicht 100% meines Sehvermögens wieder zurückkriegen würde. Und ich werde irgendwann mal, wenn ich 35 oder 40 bin, so in dem Dreh. Hä? Warum kann ich ihn da jetzt gerade nicht runter? Achso. Werde ich irgendwann wieder eine Lesebrille benötigen, was ich irgendwie ganz cool finde, muss ich sagen. Denn eigentlich mag ich ja Brillen. Ich trage ja im Moment keine. Aber ich habe mir meine Augen nur damals lasern lassen, weil meine Dioptrienzahl so hoch war, dass mir die Brillengläser einfach irgendwie viel zu fett waren. Und das einfach nicht mehr schön aussah, so für mich zumindest. Wenn ihr dann von der Seite mich angeguckt habt, da lugten dann schon diese fetten Panzergläser raus, ja. Und aus der Frontalansicht, da ging das immer noch halbwegs, aber das war halt nicht so ein schönes Tragegefühl. Und klar, es gibt auch Mittel und Wege, diese Gläser so ein bisschen dünner machen zu lassen und so. Ich habe jetzt vergessen, wie die heißen, aber das wäre mir damals irgendwie zu stark ins Geld gegangen, weil ich bedingt durch diverse Verkrümmungen im Auge das Ganze ja auch mit entsprechenden Moneten hätte bestücken müssen und investieren müssen und so. Und die Kohle hatte ich seinerzeit nicht, beziehungsweise die würde ich heute auch nicht investieren wollen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, auch wenn die meisten wahrscheinlich total traurig sind, wenn sie... schon wieder ein Grabungspunkt, mein Wurzelzähler ist immer noch so leer. So leer. Klingt ein bisschen wie so leer aus Dark Souls. Ja, hier würde ich jetzt irgendwie liebend gerne graben, aber was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich spekuliere immer noch auf ein Teilchen, was ich hier vielleicht irgendwann mal mitnehme. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf meine Lesebrille und kann nur an alle Brillenträger appellieren, die mit ihrer Brille vielleicht nicht so glücklich sind, dass ihr eure Brille doch bitte einfach mal lieb haben solltet. Denn Brillen sind was Schönes, wenn man sich zumindest für Modelle entscheidet, die auch ins eigene Gesicht passen. Ne? Auch da ist ja nicht jeder so mit dem glücklichen Händchen gesegnet. Also wer dahingehend irgendwie meine Beratung braucht, ich bin da jetzt auch kein Experte oder so, aber ich sehe manchmal, wenn ich so im Zug oder in der Bahn sitze oder so, sehe ich manchmal echt Leute, wo ich mir denke, Junge, so ein hübsches Gesicht und dann so eine Brille, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja, gut, dass wir auch über dieses Thema mal gesprochen haben. Irgendwas wollte ich dazu noch sagen, aber das ist mir jetzt irgendwie wieder entfallen. Bin am Überlegen, vielleicht werde ich irgendwann mal ein Negoya-Brillenbild online stellen oder so. Irgendwann, wenn ich ein bisschen offenherziger mit der Präsentation meiner Visage umgehe, dann wird da bestimmt auch irgendwann mal die Möglichkeit da sein. Nur ich habe irgendwie, wenn ich so daran zurückdenke, also es ist auch schon ein paar Jahre her, weil da kam ja dann irgendwann nochmal meine Kontaktlinsen-Ära. Ja, die gab es ja dann auch noch. Das war ja so ein Zwischending, bevor ich mich dann irgendwann getraut habe, diese Laser-OP machen zu lassen. Und es sind mit Brille irgendwie nicht so viele Bilder von mir vorhanden. Ganz komischerweise, obwohl das eigentlich gar nicht so komisch ist. Deswegen muss ich gerade so komisch innehalten. Ja, alles komisch irgendwie gebrauche ich hier gerade das Wort komisch zu inflationär. Auf jeden Fall mochte ich meine Brille damals ja immer nicht so gerne. Ne? Und ist das nicht? Ich dachte gerade, das wäre so eine Riesenstatue gewesen. Meine Güte. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es eigentlich gar nicht so verwunderlich ist, dass es nicht so viele Brillenfotos von mir gibt, weil ich die damals immer nicht mochte und immer so das Gefühl habe, obwohl das eigentlich gar nicht so war, dass wenn man mir frontal ins Gesicht guckt, dass ich irgendwie voll die Maulwurfsaugen habe, aber das war irgendwie nicht so. Das, keine Ahnung, warum dieser Effekt halt nicht da war. Ach, das ist eine Weltkugel, die sehe ich ja jetzt erst. Ich habe mich gerade so ein bisschen wegen dieser riesigen Säule hier gerade erschrocken, weil ich, ja, keine Ahnung, heute habe ich irgendwie ganz besonders starke Tomaten auf den Augen. Aber ich habe sowieso Schwierigkeiten, so
Also generell mit Licht. Also ich habe sehr lichtempfindliche Augen und muss im Sommer immer eine Sonnenbrille tragen, auch aus medizinischer Sicht, weil ich ansonsten meine Äuglein gar nicht aufkriege und kann im Dunkeln wirklich gar nichts sehen. Ich beneide echt so die Leute, die im Dunkeln so extrem gut gucken können, aber dazu gehöre ich leider nicht. So, hier könnten wir uns das Ganze dann nochmal abkürzen. Aber guck mal, man ist dann eigentlich auch recht schnell wieder beim Ausgang. Also zumindest, wenn wir jetzt hier den Rückzug antreten würden. Was wir aber jetzt nicht machen. Aber gut, ja, die Aussage war schon wieder total hinfällig. Denn wenn wir hier sowieso so einen Transporter haben, dann brauche ich natürlich nicht zu gucken, wie ich da am besten hinkomme. So, jetzt wird das auf jeden Fall ziemlich spannend werden, denn... Wo sind wir jetzt? Die letzte Festung, genau. Ich glaube, das ist nämlich der Bereich, genau. In diesem dicken Schniepel hier, genau in der Mitte, in diesem ja etwas dickeren Areal, da können wir diesen grünen Gildengegner Schwarzmond antreffen. Also ich glaube, dass das sein Name war. Und ich glaube, der dürfte aber eigentlich jetzt noch nicht spawnen. Weil hier bestimmte Gegner nicht gespawnt sind, aber ich habe während des Kampfes gerade mal meinen schlauen Zettel, den ich irgendwie vor einer halben Ewigkeit mal zusammengekritzelt habe, nochmal hervorgeholt. Und ich glaube, ich bringe das gerade durcheinander. Ich glaube, das mit diesen Harpylias, das hatte ich irgendwann mal erwähnt, dass die da sein müssen und noch irgendein anderer Gegner. Das habe ich mir aber leider irgendwie nicht aufgeschrieben. Ja, ich habe hier irgendwie eine Zettelwirtschaft, die ist echt so eine Wissenschaft für sich hier auf meinem Schreibtisch. Auf jeden Fall... ja, könnten wir den Gegner jetzt hier, glaube ich, doch antreffen. Da müsste ich mich dann aber nochmal belesen, was jetzt eigentlich ein bisschen blöd ist, denn das hätte ich durchaus auch mal vorher machen können. Aber ich habe die Idee, wenn wir jetzt Schwarzmond nämlich nicht antreffen, ich glaube, das ist er. Ja, das ist er. Okay, sehr geil, sehr, sehr geil. Wow, ich bin gerade mega froh, auch wenn ich total Angst habe. Und schon wieder ein grünes Auge. Na, wirst du neues Futter für mein Augentrauma sein, mein lieber Schwarzmond? Ich hoffe doch nicht. Wobei ich gerade ehrlich gesagt sagen muss, war schon wieder doppelt und dreifach gemoppelt, dass ich gerade irgendwie voll Bock habe auf einen schwierigen Kampf. Und wenn der mir jetzt hier Schwierigkeiten bereiten sollte... dann nehme ich das durchaus billigend in Kauf, denn wir haben ja gerade eben schon diesen Arachnid kurz davor besiegt und haben demnach auch keinen allzu weiten Weg, wenn wir jetzt draufgehen sollten und den ein nächstes Mal probieren. Also sein Wechselangriff hat auf jeden Fall ordentlich Schaden ausgeteilt, hat aber vor allen Dingen unserer Moral ganz schön geschadet. Oh, Backe, ja. Wechsel tut uns auf jeden Fall ziemlich weh. Und ich hoffe nicht, dass er jetzt mit jedem Angriff, egal was er jetzt hier vom Stapel ist, dass er mit jedem Angriff irgendwie unsere Moral auch angreift. Das wäre irgendwie nicht so toll. Denn momentan sieht das für uns ganz gut aus. Aber wir haben es oben gerade gesehen. Ne? Also das ist ein überschaubarer Moralverlust, den wir hier hinnehmen. Ich hatte jetzt gerade befürchtet, als da wieder Wechsel eingeblendet wurde, dass das jetzt komplett auf Null runtergeht. Aber wir sind doch ganz gut dabei. Dank Irenas Rückzugssignal, Rückzugssignal stehen wir doch zumindest moraltechnisch wieder ganz gut da. Mir macht gerade eher ein bisschen Sorge, dass die hier alle so viel Energie verloren haben. Das finde ich gerade nicht so toll, wenn ich ehrlich bin. So, eigentlich würde ich ja das hier nehmen wollen. Ja, ich glaube, ich mache das jetzt auch. Und irgendjemand anderes, ja, die hier zum Beispiel, die können ja beeilt euch und heilt sie nehmen. Und die hier genauso, denn was Schönes wird hier sowieso nicht angeboten. Ich hoffe, dass die jetzt alle noch rechtzeitig kommen. Röntgenblick gefällt mir gerade nicht so, hat aber irgendwie kaum Schaden ausgeteilt. Keine Ahnung, ob die gerade irgendwie ausgewichen sind oder so. Habe ich nicht so ganz erkennen können, aber hier teilt das auf jeden Fall ordentlich aus. Also ich sag mal so, solange der noch nicht am Blinken ist, werde ich jetzt hier auch, denke ich mal, noch keine Panik schieben. So von wegen, oh mein Gott, ihr überlebt das vielleicht irgendwer nicht. Das wäre dann doch ein bisschen früh. Ich hatte damals, als ich mir noch rausgesucht habe, welche Gildenquests momentan noch offen stehen und wo ich eventuell noch irgendwie... so seltene Gegner ausfindig machen kann und so. Damals war ich noch total im Bilde darüber, wie viele HP die haben, weil ich mir das ja auch irgendwie mal so, kurz nachdem ich das gelesen habe, eine Zeit lang auch in meinem Hinterstübchen abgespeichert habe. Aber irgendwie weiß ich davon nichts mehr, denn das ist zwischenzeitlich doch, zu viel Zeit ins Land gestrichen. So...
Boah, guck mal, 31 nur und trotzdem greifen 3 von 4 Leuten mit Kampfkünsten an. Also klar, sind jetzt nicht so die mächtigsten Kampfkünste gewesen, aber trotzdem war das schon ganz gut. Abzapfen mag ich ja mal überhaupt nicht. Vor allen Dingen, weil uns jetzt 2 Doppelstichattacken durch die Lappen gegangen sind, die wahrscheinlich ziemlich ordentlichen Schaden ausgeteilt hätten. Aber Schwarzmond ist wahrscheinlich ein kluges Gegnerchen, ne? Sehr aufmerksam und hat wahrscheinlich den Braten hier schon wieder gerochen. Genau, Röntgenblick ist mir weitaus lieber als dieses komische Absaugenzeugs. Denn so kommen wir hier nicht zu Potte. Aber jetzt kommt Lukes Rache und sie wird fürchterlich ausfallen. Oh ja. Und er hat wirklich ziemlich viel Energie, muss ich sagen. Ich bin gerade froh, dass wir zumindest mit unserer Abwehr halbwegs stabil aufgestellt sind. Also dass er... Wow. Okay, also wir teilen ziemlich gut aus und er scheint aber auch eine ganze Menge zu vertragen. Holla die Waldfee. So, warte mal, mit irgendjemandem sollte ich vielleicht auch mal heilen, aber wow, irgendwie bietet er mir hier gerade viel zu geile Sachen an. Sehr schön, auf den Torgal-Verband ist Verlass, denn er ist jetzt der Einzige, der heilen wird. Ich hoffe, dass dieser andere Verband, der von Davi, dass die jetzt hier, oh, dass die jetzt hier nicht draufgehen und die haben gerade auch schon wieder Schaden gefressen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt und er blinkt, Schwarzmond ist am Blinken, na, 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 na. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie angezweifelt hätte, dass wir den besiegen, ja, das scheint irgendwie von vornherein schon klar. Also sind wir mal ehrlich, mein Ehrgeiz ist im Moment so derbs groß, dass ich den jetzt hier auch mehrfach versucht hätte. Aber, ja, das hat doch ganz gut funktioniert. Ich gehe mal davon aus, dass uns jetzt hier nichts passieren kann. Die einzige obligatorische Gefahr, die ich hier wieder sehe, ist, dass kurz vor Schluss womöglich jemand draufgehen könnte. Oh, perfekt. Yes, baby. Juhu! Und Schwarzmond ist Geschichte. Dam, da, dam, da, dam, dam. Das finde ich mal cool. Jetzt will ich dieses Vieh bitte einmal noch fangen. Einmal bitte so ein riesen XXL-Auge in meine Hosentasche quetschen. Und dann bin ich absolut glücklich. Vor allen Dingen, wenn wir danach vielleicht noch eine schöne Belohnung dafür bekommen. Hm, ist nämlich schon eine Weile her, dass wir zuletzt... Ja, und wir haben ihn gefangen. Wie geil ist das denn? Zwar kein Item, was wir noch gar nicht besitzen, aber dieser Klabauterkern, der ist, glaube ich, schon ziemlich wertvoll. Ich weiß gar nicht, wann wir den anderen damals bekommen haben, aber ich glaube, die werden wir nicht irgendwann mal irgendwo kaufen können oder so. Die wird es wahrscheinlich nur von sehr speziellen Gegnern ja, zu farmen geben, zu besorgen geben. Keine Ahnung, eigentlich wollte ich gerade ein ganz anderes Verb anwenden, aber das möchte mir gerade nicht einfallen. So, ich glaube, diese Truhe hier, Entschuldigung, die haben wir schon ganz, ganz früh gesehen. Oh my goodness, heiliges Band, ich liebe dir. Wir haben ein neues Accessoire für Rush. Habe ich schon mal gesagt, dass wir ein neues Accessoire für Rush haben? Ja, habe ich. Nein, habe ich wahrscheinlich noch nicht. Wie cool ist das denn? Wow, das sind auf jeden Fall 2 mega geile Accessoires. Und da war es auf jeden Fall auch absolut gerechtfertigt, dass da so ein grünes, fettes Vieh sich davor platziert und der Meinung ist, hier den großen Beschützer spielen zu müssen. Ja, wow, ich bin gerade irgendwie mega happy. So, warte mal, ich bin gerade voll durcheinander. So, gucken wir jetzt erstmal hier. Was hat er denn überhaupt? Guck mal, dieser hässliche Schutz des Wandersmanns, der ist ja schon längst überfällig. Also da kommt das gerade echt mehr als gelegen. Und auch dieser Giftwiderstand, ey, das ist so ein mega geiles Accessoire, ey. Kann man echt nicht anders sagen. Und, ja, zu der Wunschmünze hat sich, glaube ich, von euch bisher auch noch niemand geäußert, ne? Ich hatte mich ja auch immer hier mal gefragt, ob diese Versanglahmung, die Verlangsamung, ob die sich irgendwie negativ auf uns auswirkt oder diese Schwächungsdauer -2, da bin ich irgendwie nicht so ganz, sicher. Und hier bin ich auch am Überlegen, bei dieser AP-Kostenreduzierung +4 hat ja eventuell einen besseren Effekt als dieses Plus, was wir hier auf die APs bekommen. Da bin ich mir irgendwie sehr unschlüssig. Soll ich das mal nehmen?
Soll ich das mal nehmen? Nee, ich glaube, ich bleibe bei der Wunschmünze. Also ich werde mal vielleicht noch ein paar Folgen abwarten und gucken, ob vielleicht jemand nach diesem Item fragt, nach diesem Camillo-Dingster-Boomster. Weil so lange haben wir dieses Accessoire ja noch nicht. Das haben wir damals von, war das die vorletzte Folge oder die vorvorletzte Folge? Das haben wir damals bekommen für die Mission, wo wir mit Davi nach Fornstrand gereist sind und ja, dort nach seiner ehemaligen Freundin von damals gesucht haben. Himmlische Tür. Ich habe gerade irgendwie ein bisschen Schiss, weil irgendwo kommen wir über 7 Uhr auch in die antiken Ruinen rein und ich habe keinen blassen Schimmer, über welchen Eingang das erfolgt, aber ich glaube irgendwie nicht, dass das der hier ist. Und guck mal, wir sehen ja hier, also da hinten ist ja auch noch ein Weg, den sehen wir hier auch auf der Karte. Und das wäre der Weg, den wir schon mal erreicht haben über den zweiten Weg. Das heißt, Schwarzmond kann man nur besiegen oder antreffen, wenn man den dritten Weg freigeschaltet hat. Und das war das, was mich damals so verwirrt hat. Ich hatte ja ein paar Folgen immer mal wieder irgendwie davon erzählt, dass das voll kompliziert sei, weil wegen zwei Wege und so und da überschneidet sich das und da muss man irgendwie... Wer visiert mich an? Wer visiert mich an? Oh Gott. Hier war... Alter. Okay, ich krieg grad hier gerade minimale Anflüge von Panik, wie unschwer zu erkennen ist. Was hat mich denn da bitte gerade anvisiert? Ich will wissen, was mich anvisiert hat. Ich werde diesen Ort nicht verlassen, bevor ich nicht rausgefunden habe, wer oder was mich hier anvisiert hat und in Angst und Schrecken versetzt hat. Was war denn das? Das klang gerade so froschmäßig. Da, ich höre es schon wieder. Kann es sein, dass das vielleicht hinter der Tür ist? Weil da unten, ich glaube, das ist auch gar nicht so lange her, dass wir mal da unten gewesen sind. Da waren, glaube ich, gar keine Gegner. Ich gehe jetzt einfach mal hier hin. Auf gut Glück. Ja, sieh mal einer an. Ein Charybdis, der irgendwie sich hier voll durch die Tür durchgeschleimt hat. Oh, guck mal, jetzt noch einer. Ja, und ich habe auch beide mit drin. Sehr schön. Da können wir uns auch mal wieder zusammen angucken. Ist auch schon eine Weile her, dass wir die bekämpft haben. War das nicht mal so, dass ich von denen auch irgendwie noch ein Item benötigt habe für irgendwas, was ich mir mal schmieden wollte? Bin mir nicht mehr so ganz sicher, aber ich glaube, da war mal irgendwas, wenn wir das zwischenzeitlich nicht schon wieder erledigt haben. Ich will das ja alles nicht, was ihr mir anbietet. Mann, okay, dann greift halt aus der Ferne an, ihr feigen Schweine. Ihr, die ihr euch nicht traut, irgendwie in den Nahkampf zu gehen und einem Charybdis und seiner schleimigen Oberfläche irgendwie mal so ein bisschen mit der auf Tuchfühlung zu gehen. Nein, der Davi-Verband möchte lieber auf Distanz bleiben. Und sind wir mal ehrlich, so ganz unter vier Augen, ne? Ich würde das auch nicht so unbedingt wollen, also mich denen anzunähern. Ich hatte ja irgendwann schon mal, als wir denen zum ersten Mal begegnet sind, da waren das, glaube ich, noch keine Charybdisse, sondern Dagons, glaube ich, gewesen. Oder Amöben oder so. Die fand ich auf jeden Fall von Anfang an schon ziemlich ekelhaft. Und ja, habe daraus halt auch kein Geheimnis gemacht. Was ich jetzt nicht weiß, ist, wenn ich jetzt hier weiterlatsche, wo wir letzten Endes rauskommen... es kann sein, dass wir hier nämlich schon mal gewesen sind, wo ich gerade rumkrauchle, nur dass wir diese Tür von der Seite bisher nicht öffnen konnten und dass ich deshalb jetzt, ja, ich bin gerade voll verwirrt, weil ich gerade irgendwie nicht weiß, was ich eigentlich sagen wollte und hier gerade ein bisschen abgelenkt war von diesem bösen Blick. Ja, wartet mal, wo bin ich denn gerade hergekommen? Der hat mich hier irgendwie ganz komisch angegrunzt durch die Tür hinweg. Achso, ich bin immer noch in der Festung. Das heißt, gleich müsste es eigentlich eine Aufklärung für uns geben. Wenn wir jetzt nämlich keine 3 Fragezeichen unten haben, sondern irgendeine Bezeichnung, und das sind 3 Fragezeichen, dann sind wir da noch nie gewesen. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, also nur so ein ganz kleines bisschen, so ein ganz kleines Futzelbisschen. Ach, guck mal, der zweite Weg. Warum haben wir denn hierfür noch keine Karte? Eigentlich hatten wir doch den zweiten Weg komplett abgesucht damals, oder nicht? Da bin ich ja jetzt wieder ein bisschen verwirrt und möchte... Nee, okay, waren wir definitiv noch nicht, sonst wäre hier diese Truhe nicht noch offen. Also geschlossen. Also offen im Sinne von noch nicht geöffnet. Das war gerade nur ein Verband. Ich habe doch aber eigentlich 2 in den Kampf gelockt, oder nicht? Oder habe ich einfach nur Tomaten auf den Augen wieder mal und kapiere wieder nicht, was ich hier tue und überhaupt... Amöbenmembran haben wir noch nicht allzu häufig. Das ist eigentlich so ganz cool. Oh, Alter! Alter!
so ein kleiner frecher Kack-Charybdis, ey. Da taucht er einfach mal voll hinter mir auf. Bin mir aber ziemlich sicher, dass ich den vorher, als ich in diese Gegner reingerannt bin, dass ich den eigentlich auch noch mitgenommen hatte. Aber gut, was will man... Nein, warum habe ich den denn zerlegt? Oh. Konzentration! Bleib mir doch mal bitte etwas treu. Bleib mir doch mal bitte etwas länger als 2 Minuten erhalten. Das wäre mal irgendwie ausnahmsweise total nett. So, oh, Schlachtrost. Das klingt auf jeden Fall etwas mächtiger als solche ja, Dingsverbesserungen, die wir vorher immer gefunden haben. So, also hier bin ich hergekommen, ne? Ja, die letzte Festung. Warum habe ich den zweiten Weg von Siebenbur noch nicht inspiziert? Sag mir das mal bitte einer. Da kam aber auch nicht diese komische Einblendung, also wisst ihr, diese Kamera, die schwenkt ja immer so komisch rein, wenn man das erste Mal einen Ort betritt. Habe ich hier einfach nur damals die Karte nicht gefunden? Ich bin mir irgendwie ziemlich sicher, dass ich auf jeden Fall schon mal drin gewesen bin im zweiten Weg, auch wenn ich das jetzt gerade nicht beschwören kann. Kann es sein, dass ich vielleicht irgendwann mal drin war und dann direkt wieder rausgegangen bin, weil ich der Meinung war, dass ich da jetzt irgendwie noch keinen Bock drauf habe oder so? Ich bin auf jeden Fall total überfragt und ja, verstehe nicht, was das hier alles soll. Oh, Backe. 3 Wehrdrachen, die krall ich mir mal alle eben schnell. Oh ja, das sind auf jeden Fall so einige gewesen. Also wir sehen das ja unten rechts. 9 Verbände habe ich gerade umgenietet. Leider sind 2 Leute aus dem Davi-Verband tot gewesen zum Zeitpunkt unseres Sieges. Und ja, mir ist allerdings in der letzten Runde leider wieder zu keinem Zeitpunkt angeboten worden, dass ich die in irgendeiner Form wiederbeleben kann. Und ich bin gerade echt ein bisschen traurig, dass wir im Moment keine von diesen blöden Wehrdrachen eingefangen kriegen, sondern ja, keine Ahnung, immer die gleichen Items bekommen, aber egal wie viele ich davon umhaue, irgendwie kommt nie irgendeiner mit. So, ich wollte mal eben noch mal ganz kurz rekonstruieren, welchen Weg ich bisher hier gelaufen bin. Also ich hoffe, dass wir jetzt hier nicht schon mal gewesen sind, aber die Truhe, die wir da vorhin gefunden haben, ist eigentlich ein Zeichen für ein eindeutiges Nein. Und ich hoffe einfach mal, oder ich gehe einfach mal auch ganz stark davon aus, dass auch noch, dass man hier nicht in bestimmten Wegen eben gar keine Karte findet. Ne? Das wäre irgendwie nämlich ein bisschen blöd. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier vielleicht irgend so einen optionalen Bereich haben für den zweiten Weg. Also, dass das auch nochmal in 2 Bereiche unterteilt ist. Okay, ich hätte jetzt wieder schwören können, dass das hier vielleicht ein grüner Gegner ist, aber so ein stinknormaler Glagonus, der wird uns ja jetzt hier, denke ich mal, nicht aufhalten können. Aber guck mal, das ist wirklich eine Sackgasse, die einfach nur, ja, einfach nur zu der Schatztruhe mündet, wo ich dann irgendwie mal ganz stark mutmaße, dass wir da vielleicht die Karte finden und dann hier auch fertig sind für diesen Bereich. Also was anderes kann ich mir gerade irgendwie nicht, ja, nicht erklären. Oder, naja, obwohl, ich hätte mich da hinten, hätte ich mich ja noch die Felswand so runterdingsen können, ne? Also da wäre dann vielleicht auch nochmal irgendwas Neues. Aber gut, gut Ding will Weile haben. Das werden wir mit Sicherheit noch in diesem Part irgendwie herausfinden können. Glagonus, die haben wir doch zuletzt im Dunkelwald angetroffen, ne? Das ist doch gar nicht mal so lange her. Also wenn ich die schon sehe, habe ich schon wieder vor meinem geistigen Auge diese ganzen dunklen grünen Bäume so im Hintergrund. Also so rein optisch ist der Dunkelwald auf jeden Fall viel cooler gewesen als diese ganze Siebenbuhr-Ecke hier, die mir optisch überhaupt gar nicht zusagt, wirklich gar nicht. Also ich würde sogar so weit gehen, dass ich zumindest was die Optik angeht, ja, ich finde diese Höhlen ja irgendwie total cool, auch so vom Aufbau und von den ganzen Schätzen und auch von den Gegnern teilweise. Aber so rein optisch ist das, glaube ich, mit einer der hässlichsten Dungeons im ganzen Spiel. Na, und das, obwohl das so ein zentraler Ort ist. Außer dieser eine Weg. Also es gab einen, ich weiß aber nicht mehr, welcher das war, der hatte, als wir den betreten haben, da war alles schon so ein bisschen grün und da haben wir, glaube ich, gleich auch irgendwie Wasser gesehen am Anfang. Also das sah richtig schön aus. Ich glaube, das war aber relativ weit am Anfang.
Und aber abseits davon, so wie das, was wir uns jetzt hier angucken, also bei der letzten Festung, da gibt es immer dann mal wieder so, so kleine Wow-Effekte. Das ist wiederum sehr, sehr schön gestaltet. Das erinnert mich auch teilweise immer so ein bisschen an Tomb Raider, also an die älteren Teile. Die ganz neuen kenne ich ja alle nicht. Und wir sind wieder im Kampfrang gestiegen, haben allerdings kaum irgendwelche Verbesserungen mitnehmen können. Das finde ich so ein bisschen schade an 7 Uhr. Aber an sich finde ich, dass die Idee eigentlich ganz cool, dass man hier so ein Dungeon oder so ein Höhlengeflecht hat, das sich so quer über die ganze Weltkarte erstreckt und wow, und alles so ein bisschen miteinander verknüpft. Ein schöner mahagonifarbener Talisman wird hauptsächlich für Accessoires verwendet. Und Musenbrillant, ein schöner orangefarbener Talisman wird hauptsächlich für Accessoires verwendet. Für Accessoires. Ich habe den Singular ausgesprochen, obwohl da, glaube ich, der Plural gerade stand. Nee, auf jeden Fall ist das, glaube ich, eine richtige Jackpot-Truhe gewesen, war. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass... soll ich das jetzt machen? Nein, ich mache das jetzt nicht, weil ich da jetzt nochmal versuchen werde, mich irgendwie nach unten fallen zu lassen. Ist natürlich mit diesem blöden Risiko verbunden, dass ich dann so inmitten von irgendeinem Gebiet lande, wo ich schon mal gewesen bin und mich dann auch schon wieder nicht zurechtfinde, weil ich ja keine Karte habe. Aber ich bin gerade im Moment, ja, irgendwie ganz schwer am Zweifeln. Ich verstehe halt nicht, warum ich hier noch nicht drin gewesen bin. Denn dieser Ort, der scheint bisher irgendwie noch komplett unerforscht zu sein. Und das war aber für uns immer schon begehbar. Ja, müsste ich immer im Grunde genommen mal in irgendwie älteren Parts ein bisschen stöbern und gucken, ob ich das irgendwie noch in Erfahrung gebracht kriege. Das war, glaube ich, der kürzeste Kampf im ganzen Spiel. Ich habe wirklich gerade mal mein Schlückchen Kaffee hier getrunken, der übrigens schon total kalt und eklig ist. Und dann war der Kampf auch schon wieder vorbei, denn auch dieser Charib, das ist jetzt hier irgendwie so ja im Alleingang gegen uns angetreten. Und die neigen dazu, mich hier ein bisschen zu erschrecken. Das finde ich gerade ehrlich gesagt alles andere als toll. Zumal es hier gerade auch sehr, sehr dunkel ist und ich generell ein bisschen schreckhaft bin. Wenigstens waren das jetzt zwei Verbände. Aber diese Kämpfe, ey, die sind echt so langweilig, weil die auch so mega einfach sind und halt letzten Endes, ihr seht das selber, nichts abwerfen. Das finde ich dann irgendwie nicht so toll. Aber genau für Situationen wie diese habe ich mich damals, bevor ich mit diesem Let's Play anfing, auch dafür entschieden, mir die PC-Version nochmal extra zuzulegen und nicht die Xbox 360-Variante zu Let's Playen, weil... sich für genau dafür eben der Turbo-Modus rentiert, ne? Und das alles ansonsten wahrscheinlich doppelt und dreifach so lange dauern würde, wenn ich keine Möglichkeit hätte, das hier zu beschleunigen. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, Leute. Ich bin aber oder habe das Gefühl, je länger ich mich hier aufhalte, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich wirklich den zweiten Weg noch gar nicht abgesucht habe. Und was ich gerade ein bisschen schade finde, ist, dass ja, das mit dem Buddelzähler, ne, weil wir dadurch jetzt auch nicht sehen können, was wir hier im zweiten Weg alles ausbuddeln können. Mir fällt gerade noch was ganz anderes ein. Gab es nicht noch einen anderen grünen Gegner, den wir für irgendeine Gildenquest noch brauchten, den wir im zweiten Weg irgendwie finden konnten? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, ich bin schon wieder hellauf begeistert, wirklich. Ey, da gucke ich mal für 5 Sekunden auf meinen Zettel, weil ich nachschauen wollte, ob ich irgendwelche grünen Gegner mir hier noch notiert habe, die wir hier womöglich mitnehmen können. Und was passiert? Thorgals Verband geht eiskalt drauf. Das seht ihr jetzt hier leider nicht, aber Thorgal ist hier gestorben und das ist schon tragisch. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist nicht mal das Tragischste. Aber ich habe nicht mal mitbekommen, wovon der gestorben ist. Hallo, es sind Glargonosse. Wovon krepieren denn unsere Leute hier? Bitte. Keine Ahnung, vielleicht haben die irgendwie Selbstzerstörung oder irgendwas genommen, auf jeden Fall. Ja, war das schon mal wieder ein Verbandstod, wie wir ihn sehr, sehr lange nicht mehr hatten. Und wenn ihr jetzt sagt, nö, ich hätte ihn auch gern gesehen, kann ich euch nur entgegnen. Ja, dito, ich hätte ihn auch gern gesehen, habe ihn aber leider ebenfalls nicht gesehen. So.
Ja, und auch das war schnell erledigt und oh, wir haben immerhin ein paar davon gefangen. Ey, guck mal, wie eklig die aussehen. Die haben so widerliche Zähne und irgendwie eine Augenmenge, die man irgendwie kaum noch zählen kann. Ey, das ist echt irgendwie total widerlich. Aber ich stehe auf widerliches Gegnerdesign, muss ich dazu ja auch sagen. Und wenn jetzt irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, ja, wenn du widerliche Gegner magst, dann spiel doch mal ein Horrorspiel. Nee, nee, nee. Also so meinte ich das jetzt nicht. Ich stehe da nicht so derbst drauf, dass ich sagen müsste, ich muss jetzt extra deswegen irgendwelche Spiele spielen, aber in so einem JRPG-Gewand wie jetzt hier in diesem Fall finde ich das immer ganz gut, wenn man ein paar eklige Gegner auch noch mal mit da ja im Gegner-Dings-Familiensortiment drin sind und überhaupt. So, ich habe mich hier total verlaufen, also da mache ich auch kein Hehl draus. Wahrscheinlich habt ihr das selber irgendwie auch schon erkannt und weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich jetzt hier machen soll, beziehungsweise wo ich jetzt noch hin soll und wo ich schon war und wo ich hergekommen bin und überhaupt. So, also hier bin ich schon gewesen. Ja, wie unschwer zu erkennen ist. Nee, wahrscheinlich bin ich da noch gar nicht gewesen, aber hier komme ich auf jeden Fall nicht weiter, so rum. Eigentlich kann ich mich ja auch hier wieder ganz gut an den Gegnern orientieren. Oh, guck mal, da ist ein Dings. Oh, wenn da ein Teilchen drin ist, das wäre so cool. Das wäre so cool. Erstmal schnell den Glagonos wegräumen. Also zumindest auf meinem schlauen Zettel habe ich mir nicht vermerkt, dass wir im zweiten Weg noch irgendeinen grünen Gegner umnieten könnten, müssen, sollten. Aber ich weiß auch nicht, ob zwischenzeitlich. Wartet mal, ich bin gerade ein bisschen am hin und her überlegen. Habe ich nach dem letzten Hauptstory-Fortschritt, habe ich da nochmal nach Rostiger Hammer, okay, aber immerhin gleich 3 Stück davon. Bin gerade trotzdem ein bisschen traurig, dass wir kein Teilchen gefunden haben. Habe ich nach den letzten Hauptstory-Fortschritten mal die Gilden wieder besucht? Oh, was ist das denn? Das klingt auf jeden Fall sehr speziell. Das klingt so ein bisschen wie so ein Missionsgegenstand oder so. Also auf jeden Fall. Habe ich das jetzt hier nicht gesehen? Ach, wartet mal, vielleicht ist das gar nicht so türkismäßig eingefärbt. Wartet mal, ich gehe das mal eben kurz nochmal durch. Weil ich lasse mich da mal so von den Farben so ein bisschen verwirren. Nee, hier ist das jedenfalls nicht. Ist das eine Waffe? Das ist keine Waffe gewesen, oder? Wartet mal. Ich muss mal ganz kurz, ich gucke mal ganz kurz nochmal im Inventar nach. Vielleicht finden wir das hier irgendwo. Das war nämlich so Mint-Türkis-Farben eingefärbt. Das haben wir hier aber oftmals dann immer nicht in der gleichen Farbe mit drin. Deswegen bin ich gerade. Dach, doch hier. Dach, Negoja. Genau, Dach. Ein Ring, der dem Söldner Zane gehört. Das Metall ist verbrannt und verbogen. Okay, diesen Söldner, dem sind wir zumindest. Hier sind gerade voll die Grafikfehler. Ach nee, das kam von der Truhe hier. Wir sind einem Menschen, einem Söldner, der so heißt, glaube ich, bisher noch nicht begegnet. Auf jeden Fall hat dieser Besuch jetzt hier in Siebenbohr echt ein Aha-Effekt nach dem nächsten zufolge. Das ist irgendwie total faszinierend. Und schon wieder haben wir eine Sackgasse, die uns aber wieder in einen anderen Bereich führt. Ich gehe jetzt einfach mal ganz ehrlich, ich brauche jetzt hier gar nicht erst versuchen, irgendwie Struktur reinzubringen, denn ich blicke hier nicht durch. Also ich fand schon, dass der dritte Weg irgendwie kompliziert war, aber der war nicht vergleichbar mit dem jetzt hier. Ach so, guck mal, Glagonos. Ich dachte, ihr windet euch alle irgendwie immer aus dem Boden raus, aber der hier, der mag es offensichtlich unter der Erde nicht so gerne und dachte sich, chillt ja mal ein bisschen an der Oberfläche. Jetzt habe ich es gerade schwarz auf weiß gesehen. Die können Tatsache Selbstzerstörung anwenden. Das erklärt auch, warum der Torgal-Verband da vorhin draufgegangen ist. Aber jetzt weiß ich immerhin wieder, was Sache ist. Obwohl ich das ja am Anfang auch schon vermutet hatte. Ne? Also so ganz im Dunkeln tappte ich ja nicht. So, ach, guckt mal. Gegerbte Homunculushaut ist neu. Haben wir nämlich noch gar nicht. Hab ich auch schon ganz lange nicht mehr gesehen, dass wir überhaupt irgendwas finden, was wir noch gar nicht besitzen.